auch Spaß zu haben, bitte. Spaß! Jo! Ich versuche den Abend noch ein Video zu machen, wo ich ein paar mehr Aufrufe für kriege. Nur ich ein bisschen Clickbait machen muss. Und ich bin wieder mal retard gewesen heute Morgen, ne? Es gibt eine Stärkere von Mifimo. Ne? Ich kann noch retarder sein. Und das ist, ich habe mit einem Typ zu einem Smite gespielt, wo ich nicht mal wusste, wer das ist. Also wirklich, von dem habe ich echt noch nie was gehört, ja? Hm? Der hieß, ich weiß nicht, ich habe ihn jetzt neulich abonniert, ja? Der macht ja auch eigentlich kein Smite, aber der hat mit mir ein bisschen gezockt und so, ne? Hm? Das ist ein Freund von Dalokart. Mhm. Ich muss bei Dalo gucken. Ich werde ihn verlinkt. Was ist das? Oh, Host responding, ich bin unter Wasser. Alles gut, ist weg. Was? Warum bin ich hier? Warum bin ich hier gespawnt? Ja, aber Host responding, okay. Early Boy übrigens, hieß so. Sagt er dir was? Der ist echt ein Freund von Dalokart. Ja, ja, der 404.000 Abos, er zockt Smite täglich. Der zockt Smite? Ja, der hat 404.000 Abos, der zockt täglich Smite. Aber lädt es nicht auf YouTube hoch, oder? Der hat nur eine Folge gemacht, dann macht er immer Minecraft eigentlich. Ja, ja, das ist nämlich ein Kleinkind, was rumschreit wie Sau. Und die ganze Zeit richtig nervig und sowas. Warum ist eigentlich immer noch Host of Responding? Weil ich bin minimiert habe und nachzugucken, wie er heißt. Wie war der Typ bei mir in der Party? Ich wusste es nicht, ne? Der hat mich eigentlich auf Discord eingeladen, ne? Hat natürlich abgelehnt, weil ich keinen Schirm hatte, wer es ist, ne? Weil. War spät. Bist du schon in der Runde drin? Im Spiel? Ja. Ich sehe dich nicht. Ja, ach, da bist du. Ich esse jetzt erstmal und trink was. Oh, drei Vögel aufeinander. Nein. Verdammt, eben Scheiße. So, wir brauchen H-O-L-Z. Ganz schnell. Ist er vielleicht schlecht oder was? Was? Das ist schlecht, ja. Kannst das ist wieder gut. Das ist wieder gut, Papa. Kannst du es bitte wohin leben, wo das nimmt, man es nicht sieht? Nee, das wird nach einer Zeit wieder gesund. Weil das habe ich nicht gefangen. Komm. Warte noch. Nee, ist einfach schnell mal aus bei einem von Dinger spawnen. Bevor die Dinger spawnen, die sind schon links gespawnt, die spawnen mit uns mit. Doch. Dauert immer ein bisschen. Spawnen mit uns mit. Aber sonst war es immer so, dass wir unsere Ruhe haben, wenn wir gerade anfangen. Ja, weil die uns nicht mehr finden, weil die andere Route, die müssen erst in ihre Route anfangen. Ja, lohnt sich doch jetzt schon mal hinzugehen. Jetzt wieder zu fahren, bevor sie uns finden. Warte mal ganz kurz. Rechts ran. Rechts bei dir ran. Dahin willst du wieder gehen. Hm, war doch da, weil ich nichts war, ne? Ja, da waren wir letztes Mal auch. Genau. Deine Hose reicht die Kettensäge und machen ein bisschen Holz hier drauf. Mhm. Dann machen wir unser Haus weiter. Bist du morgen da? Mal gucken, wie weit wir kommen. Wir machen. Retreaten ohne. Ja, ich will hier nicht großartig kämpfen, ne? Wir retreaten schon. Warum das nicht? Ach. Hat er Angst? Nee, das zieht die ganze Sache so weit aus, dass es wieder so lange dauert. So, ich fäll den Baum, diesmal läufst du, ne? Nö. Sonst laufe ich immer. Wenn jetzt falsch fällt. Nice. Ach so. Du hast Last Hit gemacht, ne? Bei mir kam kein Geräusch.
Ich hab mich Lars gemacht, das wäre ja in deine Richtung gefallen. Ist er ja auch. Nein, der ist. Naja, der ist dahin gefallen, wo du hingeguckt hast. Also hast du Lars gemacht? Mhm. Oh. Nein. Aber ganz kurz nochmal Hausbesponding. Halt nicht zu leben. Wunderbar. Ja, ich kann sowieso drücken. Doch, passt. Okay, ich nehme jetzt nochmal zwei Bäume und dann laufe ich damit, ne? Drück mal F10. Hm. Germanen heißen die in AOE, die wir bannen wollten. Germanen, ist mir gerade eingefallen. Ne, ich habe das Volk trotzdem noch nie gesehen, ne? Hm, ist, ja. Ich auch nicht. Also ich habe es halt nur gespielt, weil es eine 6 Völker war, die ich habe. Aber machen, ich fand die aber, ganz cool. Aber sagen wir nicht erst die Bands, nachdem man sie einmal, wenn wir zu dritt oder zu zweit spielen, mal benutzt haben? Ja, wir waren zu zweit. Ich dachte, du hast die Einheit noch nicht gesehen. Doch, ich habe schon mal gespielt. Gestern. Gegen Dominik. Und ich habe ihn mehr als Haus hochgeschlagen mit einem einzigen Angriff. Ich habe übrigens jetzt überlegt, nicht das Radio zu benutzen. Weil? Das ist der Horror beim Schneiden, weil ich mache ja eine Mucke drüber, ja, so eine chillige mittelalterliche Mucke, ne? Hm. Und weil es halt ist halt cool, passt dazu und ist cool drauf, ist eine coole Mucke, ja. Und wenn jetzt nebenbei so Radio läuft, hört sich das irgendwie scheiße an. Deswegen, jedes Mal, wenn der Radio läuft, muss ich die Mucke ausmachen. Das heißt, ich muss die ganze Folge schauen, weil ich das Radio in Hand habe. Und das habe ich in den letzten 3 Stunden gemacht. Also, Videomaterial 3 Stunden. Hm. Wovon ich 1 Stunde zwischendurch immer dieses Radio in der Hand hatte. Durfte ich immer schön cutten. Das war mir echt eine Freude. Du hast ja keine Ahnung, wie nervig das ist. Du ignoranter Spaß. Mhm. Kannst du bitte, wenn du isst, das nicht direkt an dein Mikrofon machen? Mach es nicht. Das ist an sich so laut. Ehrlich? Das sind Baked Rolls, Tomate, Olive. Was? Das sind Baked Rolls, kennst du das nicht? Nee. Das sind so. Kennst du Zwieback? Kekse. Das ist so ähnlich wie Zwieback. Nur halt rund, ein bisschen dünner und halt nicht in dieser Konsistenz, dieser Brot. Zwieback ist doch eklig, oder? Das ist ja nicht Zwieback, das ist so ähnlich. Aber auch wenn es ähnlich ist, ist es eklig. Es schmeckt denn ja wahrscheinlich auch so. Nein. Ach, nur vom Aussehen her meinst du? Ja. Okay. Aber schmecken tut's anders. Ja. Und es ist Tomaten-Oliven-Geschmack. Das ist sehr geil. Oliven, hammer eklig. Du schmeckst die Oliven da nicht raus. Du schmeckst Tomaten nur. Das schmeckt nach Tomaten-Oliven. Du schmeckst Oliven da gar nicht raus. Hast du wirklich so gesagt? Warum fehlt? Hm.
Wie dreht der sich denn? LOL. Okay. LOL. Der hat aber eine ordentliche Drehung gemacht. Ich glaube, der wollte nicht so ganz konform fallen. Brauchen wir ein Stocklager? Und theoretisch gesehen ja, wir brauchen ja 113 Stöcke. Wow. Guck, ob wir hier was drauf kriegen. Auf Brot noch. Und das, was ein Weg ist. Kannst ja versuchen. Mhm. Da musst du aber ganz kurz ein bisschen alleine. Holzfällen. Und sammeln. Ich denke nicht, dass das lange dauert. Weißt du doch nicht. Vielleicht brauche ich ja Stunden dafür. Storage Stickholder. Ja, passt. Hier vorne hin, oder? Ich muss aber sagen, jetzt können wir mal von Essensthemen mal wieder auf ein schlaues Thema überkommen. Wenn du Bock hast, mal was Schlaues zu reden. Ne. Okay. Mach ich dann rede ich drüber, wenn ich mal alleine bin. Worüber willst du denn reden? Über die Einstellung der heutigen Jugendlichen zum Thema Arbeiten. Weil es gibt immer mehr Jugendliche, die generell nicht arbeiten wollen. Wir können jetzt mal Fabi auch als Beispiel nehmen, ne? Fabi ist aber sehr, sehr, sehr Ausnahmezustandsbeispiel, würde ich sagen. Aber so wie er, jetzt nicht, also es gibt auch weniger schlimme und noch viel schlimmere. Es gibt ja sehr viele davon, ne? Die wirklich ja, nicht arbeiten gehen. Die musst du wirklich dazu zwingen. Aber es wird gesagt, das machen sie nichts. Ja, das sind die, die jede Woche, jedes Wochenende sich besaufen. Nee, das hat nichts damit zu tun. Das ist. Ja, das sind aber fast die gleichen. Das überschneidet sich. Die saufen, haben. Auch wenn es unabhängig voneinander zusammenhängt, es überschneidet sich bei den Personen oftmals. Ja, aber wenn man das jetzt, ich habe mir das ja mal in Zahlen angeschaut, ne? Es sind mehr, was unter der Kategorie. Wenn man das so nach dem sortiert, was sie in der Freizeit sonst so machen, ne? Sind die sich online bewegen, so wie du und ich, halt viel, ne? Fauler. Sind das die faulsten Menschen überhaupt? Denn die feiern gehen, haben alle einen Job und gehen arbeiten. Ob sie ihn gut machen, ist eine andere Sache, ja, aber die also gehen arbeiten. Wenn sie jugendlich sind, meistens nicht, würde ich sagen. Aber die Sache ist die, da ist ja immer mehr Leute gibt, die arbeitslos werden, ne? Immer weniger haben halt keinen, wollen nicht arbeiten, ne? Also jetzt nicht so, dass sie nichts finden, sondern die wollen auch wirklich nicht. Die haben auch keine Motivation dahinter, ne? Und sehen auch keinen Grund. Weil sie gern mit ihren Kollegen zocken wollen und so weiter, ne? Und ja, es ist so. Fakt ist aber, dass durch die äußere Ausflüche im Online-Bereich. Ausflüche. Einflüsse, genau. Auf Menschen oder generell Jugendlichen in der Kindheit. Dass die etwas Älteren so auf Jüngere wirken, dass du, wenn du keinen Job haben möchtest, auch ohne Job klarkommst. Weil die machen es ja vor. Die sagen zwar nicht, wie sie es machen, aber die machen es vor. Und so sieht der Jugendliche, dass es machbar ist. Die können den ganzen Tag chillen. Ne? Wie sie es machen, wissen sie nicht. Aber sie ziehen es einfach durch, ne? Weil sie werden ja schon nicht auf der Straße landen. Das ist deren Gedanke. Und die einzige Person, die darunter leidet, sind ja meist nur die Eltern. Ja. Ich finde ja irgendwo ist es ein Unding. Und die selbst. Nicht ganz. Die ja, zocken ja. Bei der Rente. Aber bei Fabi ist beispielsweise so, der kriegt jetzt auch eine Grafikkarte und alles geschenkt, ne? Und ich gönne ihn ja seine Grafikkarte und sowas, ne? Aber ich finde es wiederum ungerecht gegenüber, dass einer, der nicht arbeiten geht, Grafikkarten alles kriegt und jemand, der arbeiten geht, sparen muss, bis zum geht nicht mehr, um über die Runden zu kommen. Das ist halt voll ungerecht, finde ich. Ja.
Und ich habe meine Grafikkarte mir verdient. Und meine, was ist das nochmal? Ich glaube, irgendwas mit, keine Ahnung, Ding halt, Sachen. Und ich kann es trotzdem noch nicht nutzen, weil ich noch kein Dingsens habe. Noch kein neues Motherboard. Und sonst könnte ich es ja auch nutzen. Aber du verstehst, was ich ansprechen will, ja? Ja, ich verstehe, was du meinst. Und das ist noch was nicht jeder anspricht. Aber es ist einfach so. Es wird immer mehr. Es ist ja auch. Es ist ja genauso. Es gibt ja auch immer Möglichkeiten, ohne Arbeit Geld zu machen. Also ohne jetzt. Also ich weiß ja nicht, was du als echte Arbeit klassifizierst. Naja, Arbeit ist, wenn du etwas tust. Ey! Das warst du? Ich hab's gut angestoßen. Wenn du etwas tust. Egal in welchem Bereich, was deine Zeit in Anspruch nimmt, ja. Und du dafür Geld kriegst. Und du das aber auch immer wieder machst, wo es aber auch kein Zurück mehr gibt, sondern du musst es machen, um wirklich dann dadurch dich zu finanzieren. Das ist dann Arbeit. Würdest du indirekt auch Drogen verkaufen als Arbeit zählen? Ja. Na gut. Es ist Arbeit. Und du, ich glaube, du würdest das auch sehen. Ja. Weil es ist eine Arbeit, die nicht ganz legal ist, aber. Es ist so eine Arbeit. Ja. Es ist halt aber auch so, dass die meisten so 40-Jährigen sagen, oh, die Kinder heutzutage arbeiten ja nicht mehr richtig. Früher mussten wir noch, was weiß ich, selbst unsere Nahrung köpfen. Weißt du? Ja, zum Beispiel. Und da bezeichnen halt solche Berufe wie, was weiß ich, Online-Banker. IT-Spezialisten sollen nicht als wirkliche Arbeit. Ja, aber die arbeiten auch. Ja, es ist ja nämlich nur halt. Es ist halt keine körperliche Arbeit, keine wirkliche. Genau. Deswegen ist es für die halt keine richtige Arbeit. Aber es ist Arbeit. Ja, es ist Arbeit. Weil es bringt ja auch die Gesellschaft weiterhin voran. Also ich selbst definiere Arbeit halt auch, wie du es gesagt hast, und dazu noch, dass es in irgendeiner Weise die Gesellschaft voranbringt oder halt nicht behindert. Für mich ist alles ab, wo du Zeit drin investierst und du da irgendwie deine Einnahmen hast. Oh, driftet ab. Ah ne, das war ich. Quasi für mich ist Arbeit, du opferst deine Zeit, um etwas zu produzieren in einer Dienstleistung oder du produzierst irgendwas, ne? Verstehen? Das ist voll die coole Militärausrüstung an. Sieht aus wie so ein. Du hast so eine Militärhose an, so eine Camo-Hose. Camouflage-Hose? Ne. Hm? Mal Camouflage-Weste. Und ein Camouflage T-Shirt. Und deine Schuhe sind schwarz. Jo. So wie du. Naja. Ich hab einen grauen Pullover an. Wo war ich denn stehen geblieben? Weiß ich nicht, ich hab dich gerade unterbrochen. Du aber. Ich fäll einen Baum. Also auf jeden Fall Dienstleistung oder generelle Leistung bringen und du kriegst dafür Geld. Dann will ich das alles arbeiten. Ja. Und es gibt ja auch Wirtschaftssektoren, die hier sich immer weiter. Und halt der erste, also hier diese Grundversorgung mit Nahrung und so, die wird ja immer automatisierter. Das heißt, es brauchen da immer weniger Leute. Da werden gebraucht. Und. Hallo? Achso. Und. Zum Beispiel, jetzt ist halt. Es sind halt mittlerweile Dienstleistungsarbeiten viel, viel wichtiger geworden, als jetzt jemand, der unbedingt Landwirt werden möchte. Es ist zwar auch noch gut und wichtig, aber Dienstleistungen und so sind jetzt relevanter und werden häufiger gebraucht. Naja, guck mal, was für Dienstleistungen, ne? Ja, aber trotzdem werden an sich jetzt grob Dienstleistungen an sich öfter gebraucht als Landwirte, weil die halt genug Roboter und Maschinen und halt so weit fortgeschritten sind, dass einer mehr richtig so 100 bis 1000 Leute versorgen kann, allein. Das war halt früher nicht so. Ich glaube aber, dass der Landwirt mehr in die Technik mit reingehen wird irgendwann. Ja. Ab irgendeinem Zeitpunkt. Dass dann so Elektroniker irgendwie sowas machen muss. Mhm. Kann ich mir gut vorstellen. Irgendwann. Ja, oder Maschinenbau. Irgendwie sowas. Ja, der muss ja irgendwann die Maschinen bedienen können. Oh Gott, ja, der erste eingeboren ist. Der ist aber gerade frisch gespawnt, kannst du fertig machen. Ja, vielleicht nicht mehr.
Ich meine, du kommst auch jetzt schon fast gar nicht mehr klar, als dann ohne Maschinenbau zu kennen. Ich meine, du musst. Es gibt ja mittlerweile so viele Traktoren, die hier mit dem GPS verbunden sind, die du halt quasi nicht mehr selbst steuern musst ordentlich, sondern die du halt vorher einstellen musst, was die machen sollen, wie das machen sollen, wie oft das machen sollen. Und dann könnt ihr das schon selbst hinkriegen. Zum Beispiel das Melken ist ja. Hier liegt übrigens ein Hasenfeld. Das wird Kühe melken, das ist ja auch fast vollkommen automatisiert. Das einzige, was du halt machen musst, ist die Kühe dahin bringen. Und dann der Rest macht er ja von alleine. Du musst da einen Knopf drücken, dass das Ding losgeht und dann hast du es erledigt. Ja. Wir driften gerade vom Thema ab. Ach, passt schon. Wir haben mal wieder über Schlaues geredet. Ich wollte gerade schon wieder taunten mit VET. Boah. Ich habe mir das Taunten komplett abgewöhnt ins Moment. Oh, das habe ich gerade kaputt gemacht. Was, da kann man. Nee. Würde sich natürlich auch mal lohnen, mal hier so eine Parkbank zu machen, oder? Haben wir noch, können wir noch Holz lagern? Ja, genug. Wir haben noch locker 36 bis 38.